Online-Dating funktioniert nicht bei dir? Mach dir keinen Kopf, so geht's ganz vielen Männern. Online-Dating ist ein sehr hartes Pflaster. Es gibt ja auch sehr viele Studien zu dem Thema, dass über den negativen Einfluss von gewissen Dating-Apps. Also ich rede jetzt vor allem von so Dating-Apps, die ganz viel auf dieses Swiping-Prinzip basieren, wo du einfach auf einen Blick entscheidest, attraktiv, nicht attraktiv, was die Leute ja im Endeffekt zu totalen Soziopathen erzieht, muss man ja auch mal sagen. Da gibt es auch viele Studien, die nachweisen, dass diese Apps auch dem Selbstwert der Menschen schaden und natürlich auch dazu beitragen, Leute vielleicht da auszutauschen und so. Und wenn du jetzt gerade nicht super attraktiv bist und das auch noch zusätzlich sehr stark hervorhebst mit richtig guten Bildern, dann hast du schwer auf diesen Apps. Und naja, es ist momentan auch so, dass gerade diese Dating-Apps eher ein bisschen wegfallen. Also gerade so im deutschsprachigen Raum zumindest, da verliert Tinder gerade sehr stark. Und ganz ehrlich, auch wenn du andere Alternativen ausprobierst, die meisten basieren ja auch auf diesem Swiping-Prinzip. Und naja, also wenn du es hinbekommst, dass dein Online-Dating-Profil richtig gut rennt, hey, dann ist super. Dann hast du ganz wenig Aufwand, hast immer wieder Dates und so, alles entspannt. Aber du brauchst richtig gute Fotos, richtig guten Style und alles und du brauchst auch ein richtig gutes Aussehen. Und wenn du das so hinbekommst, super. Wenn das aber nicht klappt, dann mach dir gar keinen Kopf darum. Es gibt total viele andere Wege, super gut Frauen kennenzulernen. Ist überhaupt kein Ding. Und auf meinem Kanal hier lernst du ja auch ganz genau, wie du das hinbekommst. Auch bei mir im persönlichen Training lernst du genau, wie du das hinbekommst. Und ich hatte schon viele Kunden, die dann auch eine Freundin gefunden haben, richtig abgegangen sind mit Frauen, die eben zuerst zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, ich weiß nicht, dieses Online-Dating, das frustriert mich total, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann aber mit einem strahlenden Gesicht durch die Welt gelaufen sind und gewusst haben, hey, sie sind gut genug für Frauen. Das ist ja auch das, was diese Apps machen, wenn es nicht so läuft. Bekommst du das Gefühl, nicht gut genug für Frauen zu sein. Und das ist scheiße. Abgesehen davon, wenn es läuft, was es einfach mit deiner Fähigkeit macht, dich an Menschen zu binden und Beziehungen aufzubauen, weil alles so leicht austauschbar sind und dieses zack, ohne dass da irgendwie dich die Persönlichkeit von der Person interessieren würde oder so. Und genau so kannst du das umgehen, wenn du jetzt eben auch Frauen im Alltag zum Beispiel ansprichst oder auch im Club, weil du in dem Moment, wo du das machst, die Person kennenlernst, du hast sofort eine echte soziale Beziehung. Ist nicht so, ich weiß nicht, die Nase ist schief, zack, weg. Das ist ein Schwachsinn. Ja, du willst ja vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Frau kennenlernen, die wirklich nur auf dieser Ebene tickt. Du möchtest ja auch coole Frauen kennenlernen. Na klar, kommt es jetzt darauf an, ob du jetzt eine feste Freundin haben möchtest oder einfach mal so deinen Spaß haben willst. Aber trotzdem, sprich Frauen im echten Leben an. Und du hast hier auf meinem Kanal ganz genaue Leitfäden, die dir beibringen, wie das geht. Und wenn du das umsetzt und wenn du lernst und wenn du zu mir ins Training kommst, dann wirst du ganz viele Dates haben. Du musst nur diese paar Sachen umsetzen, auf die es ankommt. Egal wie jetzt dein Aussehen ist, egal wie dein Online-Dating-Erfolg ist. Also mach dir da keinen Kopf, lass dich nicht frustrieren, lass deinen Selbstwert nicht zerstören, lass dich auch nicht zum Soziopathen machen, sondern lern echt Menschen kennen, auf einer echten sozialen Ebene. Und dazu ist es eben super, vor einem Club und so weiter anzusprechen. Also, wenn dich das interessiert, wenn du Erfolg mit Frauen haben möchtest, auch wenn Online-Dating jetzt noch nicht so läuft bei dir, mach dir keinen Kopf, schau in die Videobeschreibung und melde dich dort zum kostenlosen Erstgespräch. Da klären wir zusammen eine super Strategie, dass du bei Frauen endlich durchstartest. Viel Erfolg!